Ach, blöd. Haut dann ab. Was soll der Müll? Diese Scheiße, dass dir nicht hinterherkommt, ne? Das ist total dumm. Hey Leute, das ist unglaublich, wenn ich... Was ist denn jetzt los? Ah, anscheinend brauche ich hier Silos doch nicht unbedingt für neue Pflanzen. Das ist schon mal gut zu wissen. Sonnenblume hat uns ein bisschen vorwärts gebracht jetzt. Oh, shit! Gut. Okay. Mach plopp. Wird auch gleich plopp machen. Kein Problem. So. Garten haben wir wieder unter Kontrolle gebracht. Das ist gut. Haben dabei auch ordentlich Kohle gemacht. Und diese scheiß Donut kommt hier nicht drin. Er hat genug Rasen. Dieser Bereich ist jetzt kein Rasen. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen ratlos. Jetzt haben wir unseren Garten hier leicht verschönert. Alles dufte. Wahrscheinlich können wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr basteln, weil wir auch eben gerade einfach nur zu viele Pflanzen in der Art und Weise hatten. Wir müssen auch wieder ein bisschen mal was verkaufen. Der kommt weg. Der kommt auch weg. Der kommt auch weg. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich ja wesentlich mehr als nur zwei Bunnycombs, wenn ich da korrektos liege. Da haben wir ein Bunnycomb 4. Hallo? Uns fehlt ein Bunnycomb. Und wie um alles in der Welt kommst du jetzt bitte schön da rein? Raus da! Ich pack das nicht. Ja! Oh Gott, ich muss da raus. Das geht gar nicht. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Da ist Kasim. Geht doch. Raus da! Sofort! Verdammte Hacke! Okay, Kasim ist noch da. Guten Abend! Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Verdammte Hacke! Scheißen Dreck! Müll! Pfützen! Doof! Blödhammel! Scheißkerl! Ey, da ist eins mal kaputt und sofort rennen die Mistkerle rein! Nicht, ey. Allesamt. So. Jetzt haben wir Kasim, Bunnycomb 4. Was haben wir noch? Hier ist nichts mehr.
sind denn die Mistkerle? Diese. Komm mal ja draußen, was ist da los? Kasim und Bunny kommt 4, okay, gut. Das heißt, den müssen wir nicht verkaufen. Modrops habe ich auch schon ewig nichts mehr gesehen. Da haben wir eine jetzt. Modrop 1. Wenn ihr unbedingt genau wie die anderen hier, wie zum Beispiel Dom, die Salvas, der Kasim, der Peluri oder der Impi. Ach, das ist Squirtle, genau. Ein Name bei dem ihr drin sein wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Und mal schauen, mal kicken, was sich da einrichten lässt für euch. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ansonsten habe ich schon mal für alle hier Chicos und Chica hier. Da ist der Modrop, da ist ein Modrop. Endlich, das sieht aus. Das ist in Ordnung. Wenn deine Maske kaputt geht, ist du scheiß. Ja, schmeiß ins Wasser, du Idiot. Ja, super, einen macht er, gibt er mir. Pflanzen jetzt einfach mal. Butterweich hier, ne? Achso, das war jetzt ein Dingens. Modrop 2. Habe ich. Was zum Fick? Schön ist, die sind jetzt mal alle ein bisschen ruhiger geworden gegenseitig. Das ist Bombe. Modrop 1 und Modrop 2 ist hier am Rumdödeln. Den dritten Modrop habe ich nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den mal verkauft hätte oder sowas. Kann ich mich nicht daran erinnern. Das heißt, Squizzles, den dritten, müsste ich verkaufen. Und das ist er ja auch. Hallo, bleib doch mal stehen. Du wirst verkauft. Ein paar Pflanzen werden auch noch verkauft hier. So, ja, da muss man immer mal wieder hier gucken, weil sonst, wenn man einmal nicht richtig aufpasst, dann hat man die Chose ja am Dampfen, ey. Das will ich ja weitgehend verhindern. Ja. Du hast es drauf. So. Ein Quackberry. Ich weiß jetzt nicht, wo ich einen Quackberry herholen soll, Digga. Hoppala. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen ratlos, was ich machen soll. Es wäre so nichts zu tun. Ich könnte ja mal was nachschauen. Hey, findest du es nicht schrecklich, so früh aufzustehen? Das ist doch nicht normal. Fick! Ein Rushberry, eine Kuh! Du musst entscheiden, wie du das. Ach du Scheiße! Ey, die sieht genauso aus wie Pervol. Vom Blick her. Das nennt man Spontankauf. Solltest du auch mal versuchen. Ja, verkaufen ist gut, denn dann hast du die Meister. Das ist ein Schwein!
Ich dachte, das wäre ein Stier. Was zur Hölle? Ich wüsste, ob das Punkte oder sowas geben würde. Also so Erfahrungspunkte. Dann würde ich es einfach mal schnell hier reinstellen, verkaufen. Aber im besten Willen. Yeah! Auszeichnung. Warum ist der jetzt glücklich? Was zur Hölle ist hier los? Das ist ein Moment, unser Augenblick. Die Geschichte ist geschrieben, pack dich nur noch, schreibst du mit. Es geht heute alles ziemlich schnell. Kennst du einen, kennst du alle, weil die meisten nur drauf achten. Kaufen wir mal, wir behalten mal eins. Aber das ist gut, dass man dafür Erfahrungspunkte gibt. Dann schummeln wir uns mal gerade ein bisschen hoch. Muss ja auch mal sein. Ich hab Hausarrest, also gibt es nicht viel, was ich tun kann. Ja, verkaufen ist gut. Warum hast du bloß Hausarrest? Wem du alles liebst und wer es wirklich verdient, ob du die Lasten tragen kannst oder sie doch besser schiebt, das sind die Schatten. Boah, wie psychopathisch das Vieh guckt, Alter. Cluckless gibt irgendwie keine Erfahrungspunkte. Da muss ich davon auch zwei reinknödeln. Hallo Kumpel, ist da draußen irgendwas Spannendes los? Nee, glaube nicht. Wusste ich. Ha, jetzt. Also. Na, das wollte ich doch verursachen. Was haben wir denn da jetzt Feines? Ach, wie süß. Hallo Gärtner, kannst du eine Gärtnerin gebrauchen? Ich weiß, die Kleine liebt mich, aber ich weiß, wie man jedes Unkraut rupft. Oh bitte, denk drüber nach. Ich bin hier und trinke Milch, aber ich esse keine Kekse. Und ich bin schon süß genug. Oh, ist das knuffig! Da kriegt man ein Karies! Oh, was ist los? Game over, Leben ist schnell, weil diese Scheiße du nicht stehen lässt, auch wenn du jetzt fällst, wenn du bist, wenn alles auf den Bach untergeht, du hast nur einen Versuch, also wie erbärmlich. Natürlich ist es groß, voll unerreichbares Vorbild. Du wirst es nicht schaffen, aber du kannst es ja trotzdem mal versuchen. Ey, das ist mir auch egal. Vielleicht will ich ja nicht so werden wie er. Vielleicht will ich einfach nur gut genug werden, dass meine Pinatas glücklich sind. Dein Garten macht sich. Dummes Vieh. Gut gemacht. Du scheinst immer besser zu werden. Siggi. Stufe 14 und jetzt kommt noch Kitty Floss. Was? Das ist eine Bekanntmachung von Pinata Central. Gibt es einen Gärtner, die uns mit folgenden Pinatas aushelfen können? Wir brauchen zwei Mod Drops. Siggi, hab ich! Es wird Zeit. Folge einfach diesen Anweisungen. Zunächst musst du diese Kiste in deinem Garten platzieren. A. Anschließend kannst du darin Pinatas einpacken. Y. Du kannst die Anforderungen und das Zeitlimit jederzeit prüfen. Und jetzt ist es an der Zeit, mich zu vergessen. Jetzt kommt Tränen, doch ich werde ganz alleine vor dem Licht mehr. Zwei Mod Drops. Hab ich. Und was du machst, ist im Endeffekt dein Selbstdiss. Positionieren wir jetzt einfach mal da hin, ey. Jetzt muss ich nur noch warten, bis die da rauskommen, die Viecher. Irgendwie sieht der Brombeerstrauch nicht gesund aus. Schatten deiner selbst, bald mich an, kurz zurück, machst, wie du dich verstellst und für was Besseres hältst.
tut mir leid, Baby, keine Chance. Ja, ich wollte dich eigentlich noch retten, aber... Und was du glaubst zu wissen, spar dir deine Lügen, wenn ich gerade ehrlich bin. Ist es nicht mal übertrieben? Macht's dir Spaß, mich zu sehen? Danke gleich, falls du bist. Guck mich an und du merkst, dass du nichts Besseres bist. Ich hab es lang genug bedankt gesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. Du redest von Erinnerung, doch hast mich längst vergessen. War es leicht, mich zu ersetzen? Guck mich an, ich bin nicht jeder Mann, doch sag es alles. Ihr scheiß Kerle. Das ist das größte Problem, was ich damit habe. Verdreckte Taffis. Schauspielern, ja, mein Schatz, du bist heute nicht mehr wieder mal ein unbeschriebenes Blatt. Und was mich abfuckt, ist nicht die Tatsache, dass du eine Schlampe bist, sondern Taffli, wo ist ein anderes Scheißdrecksvieh hin, ne? Dass du die Fakten verdrehst wie deine Augen. Ja, hab ich schon mal erwähnt, dass ich Tafflis hasse? Lass mal eben über dich reden. Ach so, wie geht's eigentlich? Und glaubst du selber diese Scheiße, die du sprichst? Das können wir auch mal gleich mitverkaufen. Sind wir zu weit gegangen und meine Leute hatten recht. Ich war blind, verdammt, doch jetzt ist alles anders. Scheiß mal auf dein Leben, was für Träume, was für Pläne. Ich will nicht mehr drüber reden. Du bist weg aus meinem Leben und es tut nicht mehr weh. Denn was du liebst, verletzt dich. Ganz egal, ob es gerecht ist. Heute kann ich abschließen, Motor an und erster Gang. Doch vergessen werde ich erst, wie kann mein Leben lang. Ich hab es dann genug und dann gesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. Du redest müssen was loswerden hier. So, lass uns mal loswerden. Okay, ein Toffli wurde gerade gephrasen. War nicht so perfekt, manchmal redet man sich schöner als es ist. Und die Quittung kommt zum Schluss als Schlag ins Gesicht. Rubber. Gib it. Rubber. Gut. Ich hab es lang genug bedankt gesehen, jetzt kann ich drüber sprechen. Auch also das, was ich nicht in meinem Garten haben will. So, es warten natürlich, bis die mal rauskommen. Ey, ich finde das ja schon irgendwie süß. Und wahrscheinlich verkaufen wir wieder die Katze. Und jetzt geht's los. Saure Crawler. Scheißvieh. Anrufen. Mod Drops sind noch da drinnen. Das ist kein Problem. Es geht nicht anders. Es tut mir echt wahnsinnig leid, aber jedes Mal, wenn ich da hingucke, habe ich meine Katze im Visier. Und ich schreibe das jetzt mit Absicht so, weil sie so halt geschrieben wird. Das ist sauer Crowder. Genau, schön weg. So, ihr müsst beide rein da. Ah, so muss ich das machen, okay. Wups. Jetzt sind die beiden Mod-Drops unterwegs. Pinata Central an den Ja. Wir wollten dir nur mitteilen, dass wir dein Pinata wiederhergestellt haben und es dir schnellstens zurückschicken. Zusammen mit einem Zeichen unserer Anerkennung. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dich brauchen. Pinata Central. Ende.
Bin ja zurück. Was zum Fick? Wie schnell ging das denn jetzt? Oh, hier liegen Süßigkeiten rum. Ist das toll. Oh,